Hi ho, hallo, servus, ciao, guten Morgen, guten Abend, liebe Leute und willkommen zu meinem neuen Let's Play. Heute mal etwas Ungewöhnliches, ich spiele das schöne Spiel Minecraft, von dem ihr vielleicht mal gehört habt. Es ist ein relativ neues Independent-Spiel, in dem man die Landschaft frei bearbeiten kann, wie man gerade Lust und Laune hat. Apropos Lust und Laune, letzte Woche hatte ich mal wieder Lust auf einen Livestream mit KingJBan31. Wir haben zusammen Half-Life gespielt, ich hoffe, ihr habt alle reingeschaut. Die Aufzeichnung lade ich demnächst auf meinen Kanal hoch, bitte gebt den dann einen Daumen hoch, fügt es euren Favoriten hinzu, verlinkt von eurem Kanal aus, klickt es am besten 5 bis 6 Mal an, verlinkt auf anderen Homepages oder zahlt mir ein höheres Google-Ranking dafür, es lohnt sich. So, heute will ich mir hier einen schönen Dreckhaufen bauen und wer die Let's Plays von Tomato Do und Alrex77 kennt, der weiß, dass man dafür erstmal etwas Werkzeug braucht. Die beiden haben übrigens echt super Kanäle, schaut mal in die Beschreibung, die da habe ich drauf verlinkt, klickt sie an, abonniert sie, schaut alle Videos und gebt allen Videos einen Daumen hoch. Demnächst starte ich noch einen Let's Play Marathon zu Sam the Sorcerer, Monkey Island 2, Black Ops 2, Terranigma und The Legend of Zelda Link's Awakening. Wieder mit vielen guten Jokes, krassen Sprüchen und in einem Stil zwischen Gronkh und Late Hatman gehalten. Stay tuned, das wird super. Dieses Jahr bin ich übrigens auch auf der Gamescom, werde dort am ersten Messetag an Halle 7 am Stand von BioWare sein. Später zocke ich vor Publikum in Halle 3 bei Valve. Danach geht's zum lustigen Gespräch bei Didelic zwischen Halle 8 und 9. Danach kommt alle zur Autogrammstunde vor den Toiletten in Halle 2. Das wird richtig gut und witzig. Apropos Witz, hier kommt der Witz des Tages. Ein Mann geht zum Arzt und sagt, hey Doc, ich brauche einen dritten Hoden. Darauf der Arzt, ja klar, den bekommen Sie. Eine Woche später trifft der Mann seinen besten Freund und sagt, hey, rate mal, zusammen haben wir 5 Hoden. Darauf der beste Freund, wieso, hast du nur einen? Oh yeah. So, ich fange dann schon mal an, den Haufen aufzuhäufen. Muss jetzt schnell gehen, weil Zeit ist Geld. Und wo wir schon mal beim Thema Geld sind, bei Kickstarter läuft gerade meine Aktion, bei der ich Geld sammle für ein Video, in dem ich Tee aufkoche. Wenn 8000 Euro zusammenkommen, kann ich das Projekt realisieren. Wer mehr als 100 Euro fandet, darf mit mir eine halbe Stunde bei Skype reden, aber keine Sekunde länger. Liked mich einfach bei Facebook, dann verpasst ihr keine dieser Informationen mehr. Dort habe ich gerade auch mein neues Gewinnspiel angekündigt. Zu gewinnen gibt es eine Cartridge vom absolut raren Spiel The Humans für den Gameboy. Das war's dann auch für heute schon. Cool, dass ihr reingeschaut habt. Wenn's euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, liked mich bei Facebook, folgt mir auf Twitter, lest meine Beiträge auf Reddit, bewertet meine Instagram-Pictures, checkt auch mal mein DivineDart-Profile, flattet mich auf Flatter, kauft mir die Dinge auf meiner Amazon-Wunschliste, klickt auf meine Google-Werbebanner, überweist mir Geld auf mein Comdirect-Konto, gebt mir ein +1 auf Google+, schreibt mir Fanpost an meine Adressen bei Gmail, Web.de, Hotmail, GMX und Lufthansa.de. Wenn Frauen mir Fanpost schicken wollen, dann bitte immer nur mit Bikini-Bild. Bewertet meine Wanderrouten auf wanderlust.com, erklärt mir eure Liebe auf parship.de, kauft meinen alten Scheiß bei eBay, schickt Geldscheine in Briefumschlägen an meine Adresse, fandet alle meine Kickstarter-Projekte, checkt mein Profil bei heißebodybuilder.net ab, schreibt am besten auch allen Videospielmagazinen, dass die mir einen Job anbieten sollen. Kurzum, verrichte den ganzen Tag einfach nur großen Huldigungsdienst für mich und meinen Kanal. So, ich stehe jetzt auf meinem Dreckhaufen. Tschüss, ciao, servus, adieu, auf wieder, tschüss, Tschüssikowski und so. Ist was?